hast du Paschanim vergessen? Patrick, reagierst du nicht mehr auf Paschanim? Hat er dir was getan? Reagierst du nicht mehr auf ihn? Hast du ihn vergessen? Ey, Patrick, Pascha hat einen neuen Song released. Nächste Woche oder übernächste Woche kommt Album. Hast du ihn vergessen? Nein, ich habe ihn nicht vergessen. Beruhigt euch, ich war am Donnerstag nicht live. Das heißt, ich muss alles im Nachhinein offline eben aufnehmen. Das hier passiert auch gerade off-stream. Wenn ihr beim nächsten Stream dabei sein wollt am Donnerstag, Link ist in der Beschreibung, kommt da gerne vorbei. Wir werden uns da übrigens auch auf Twitch das Pascha-Album in voller Länge und Gänze geben. Liken, Support ist Kamord. Produziert ist der Bums hier gewesen, mal wieder von Stickle wahrscheinlich. Ich werde es wahrscheinlich oben im Titel schreiben, wenn ich es finde. Hier unten Stickle am besten und Kann13. Schöne Grüße gehen raus. Gemischt und gemastert von Kingsize. Abfahrt. Ach so, ist die zweite Single zum Album. Habe ich das schon irgendwie vergessen zu erwähnen? Ich habe es nicht erwähnt, ne? Ich habe es vergessen wahrscheinlich. Nach Mittelmeer kommt jetzt Florenz. Noch nie eine Stadt gewesen, wo ich noch nie war, aber ich habe mir sagen lassen, dass es wunderschön ist dort und dass man dort den ein oder anderen Geldbatzen in Läden liegen lassen könnte oder kann. Bei einem Kaliber eines Paschanims ist es natürlich vollkommen egal. Yeah. Ey. Ey. Oh, Digga. Bei mir, guck mal, es ist schon, guck mal, ich bin Fanboy. Ihr habt es in der letzten Reaktion auch schon gut analysiert. Vielen lieben Dank, ich hab's verstanden, ich bin Fanboy. Ich weiß doch selber, ihr müsst mir nicht sagen, ich weiß selber, dass ich Fanboy bin. Pascha in Verbindung mit Stinger! Bro, ich hab direkt wieder Sommergewitter, Airwaves, auch Mittelmeer, Bro. Wisst ihr, wie ich Mittelmeer gepumpt habe? So ohne Witz, ich war jetzt die letzte Woche, was auch der Grund war, ich war die letzte Woche mit meiner Freundin so die halbe Woche weg, so durch Deutschland so ein bisschen. Wisst ihr, wie oft ich Mittelmeer gepumpt hat? Gepumpt habe, ihr wisst, was ich meine. In mein hellblauen Prada-Hemd fahr ich durch die Toskana, roch aus dem Schiebedach über arschreiende Marokkaner. Bro, hör auf. Ey, kommt bei dieser Albumreaktion vorbei, ohne Witz. Ich habe auf die EPs reagiert, paar Songs sind nicht online gekommen, einfach wegen Copyright-Problemen, Urheberrechtsproblemen. Ich möchte auch nicht, zurück zum Thema, ich möchte auch nicht zu viel aus den Songs rauscutten, deswegen sind ein paar Reaktionen leider nicht gekommen. Aber ich habe vor, auf das Album zu reagieren und es irgendwie online zu bekommen und ich habe auch auf die anderen Sachen reagiert. Kommt da auf jeden Fall vorbei, ich schwöre es euch, das wird krass, ohne Witz. Wenn das der Leitfaden, wenn das der Sound vom Album wird, Feierabend. Forever shirt in gleiche Font wie Hannah Montana. Mama hat nie wieder Sorgen, jetzt sie und ich hatten nada. Ich roch Pressplay in mein lila Fiorentina Trikot. BPM technisch, also rein wenn ich über BPM rede, rede ich immer von der Geschwindigkeit eines Songs. Kurz bisschen Musikkunde noch mit eingebracht. BPM, Beats per Minute, bestimmt einfach, ja, wie schnell oder wie langsam eben der Takt läuft, wie schnell oder wie langsam eben der Song läuft, so, ne? Hier viel langsamer unterwegs irgendwie, aber gefällt mir super gut. Wir haben auch die ganze Zeit irgendwie so ein Loop im Hintergrund irgendwie, so ein Percussion Loop mit so einer kleinen Vocal drin, der auch ein cooles Feeling gibt. Mussten wegsehen, langsam ging bei ihnen die Miete zu hoch, versteckt 2-3 Kilos zum Hof, runter vom Fenster ein Auge drauf, kannst nicht glauben, meine Tour war nach 2 Wochen ausverkauft, damals... Ich war leider nicht auf der Tour so. Wie war die Tour? Wie ist Pascha live? Ihn generell mal live zu sehen, ist ja auch schon fast ein Wunder, ne? Mein Gott, ich komme jetzt hier aus dem Süden von Deutschland, Berlin ist relativ weit oben, das heißt, man wird sich nicht spontan über den Weg laufen, so. So, er ist immer noch so ein Mysterium, so ein Phantom fast für mich, ne? Und ihn da mal live zu sehen, wie ist er live, Pascha? Ist er gut? Macht er mit Playback? Wahrscheinlich viel mit Playback, ne? Auch gerade in Hooks und so weiter. Aber reißt er gut ab? Hat er gute Energie? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Klingelte mein Nokia, A&Rs riefen an. Ich dachte, es wären Kunden und sagten mich am Handy nicht an. Migrantenkinder machen Money jetzt. Unvorstellbar fast schon, ne? Oder für uns unvorstellbar so. Und für ihn wahrscheinlich jetzt ganz normal. Diese Nachfrage an den Künstler Paschanim so. Überlegt euch mal, ihr bringt halt auch Sommergewitter, Airwaves, aber davor auch schon mit Shabab Spotten und Hauseingang und so weiter. Songs, die halt nicht nur irgendwie Underground-mäßig gut performen, sondern so krass gut performen, dass sie in jeder größeren Playlist laufen, ne? Deutschrap brandneu, Modus Mio und hast du nicht gesehen, ne? Und da nicht nur irgendwie drin rumlaufen, so auf Platz 20, 40, 30, irgendwie so dazwischen. Ein Song, den du mal per Zufall irgendwie hörst und gut findest. Nein, er ist immer irgendwie Top 3. Top 1, gerade Airwaves und Sommergewitter. Ich meine, ich brauche euch nicht erzählen, was das für Sommerhits waren. So. Und daraufhin dann diese Nachfrage an den Künstler. Sony, Universal, die haben wahrscheinlich Schlange gestanden, um irgendwie mit ihm reden zu können. Die Deutsche Bank und nach Homestates haben sogar Mysteries mich erkannt. Laufen mit TM durch Florenz. Wir machten Bands schon 11 Teams mit Cousins.
Okay, Beat läuft sehr krass durch irgendwie. Also wir haben die Drums ab irgendwie Takt 8 oder so drin und läuft komplett durch. Was cool ist. Hook hört sich jetzt noch nicht so melodisch an, wie ich es irgendwie gern hätte oder gewohnt bin von Pascha irgendwie. Ich meine, man muss auch sagen, Hand aufs Herz, man ist von Pascha unglaublich krass verwöhnt so. Released brutal sporadisch. Da könnte man auf jeden Fall vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen meckern und sagen, ey, release mal öfter so. Aber ich warte, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf die Musik. Wenn sie irgendwie nach 2, 3, 4, 5, 8 Monaten, manchmal ist es sogar ein Jahr, wo einfach gar nichts von ihm kommt. Wenn aber was kommt, ist es halt immer top, top, top Level. Ich kann es verstehen. Ich bin niemand, der meckert so. Und deswegen sind wir von Pascha jetzt auch brutal verwöhnt. Wir haben Songs nach Songs. Wir hatten EP letztes Jahr. Wir haben jetzt ein Album dieses Jahr. Wir haben super viel Musik so. Und auf einem unglaublich hohen Top-Level, so wo Hooks eigentlich immer eine 10 von 10 sind, so. Frag mich, ob du mich so liebst, wie ich bin. Frag mich, ob du mich so siehst, wie ich bin. Oder so wie die anderen in dein Louis V. Kleid, in dein. Man muss auch sagen, ich glaube auch eine Sache so, ich habe ja mal so ein Video gemacht, das Mysterium um Paschanim und sowas, da habe ich ein paar Sachen oder ein paar Gründe aufgezählt, warum er irgendwie so erfolgreich ist oder so ein paar Vermutungen aufgestellt, so Gründe oder hundertprozentige Beweise hat man natürlich nicht. Paschanim funktioniert als Künstler einfach so, man hat keine Gründe so, er funktioniert, weil er funktioniert aber auch, weil er, glaube ich, super authentisch irgendwie ist so, ne? Er redet wirklich nur über seinen Lifestyle, wen er heute trifft, was er heute macht, was er morgen macht und was er vor 2 Tagen gemacht hat und wen er hier an der Ecke trifft, er redet kurz mit dem, so, wisst ihr, ich meine, so Lifestyle-Rap, so, was eben gerade passiert, wie sein Kollege Simba auch. Und dadurch ist er so voll nahbar und so voll echt auch einfach, wisst ihr, was ich meine? Jeans von Gisander, wir kamen von Botchain bis zur Skyline und Toskana-Veranda, fahr den Wagen über Hügel und durch Tunnel in Bergen, damals. Und wir haben jetzt so die erste Strophe so ein bisschen gehört und die erste Hook so ein bisschen gehört, wir gehen gerade in den zweiten Part rein. Es ist auch arrangement-technisch nicht so ganz einfach auseinanderzuhalten, wo wir jetzt gerade sind. Hat natürlich auch, also liegt natürlich auch daran, weil ich viel, viel stoppe. So, es geht auf meine Kappe, es tut mir leid, aber ich will es online kriegen. Und wenn ich zu lang laufen lasse, wird es gesperrt. Und nein, ich kann den Song nicht komplett durchlaufen lassen und am Ende kurz meine Meinung sagen. Es geht nicht. Ich würde es machen, wenn es gehen würde. Es geht aber nicht. Es ist auch anstrengend teilweise für mich zu stoppen und zu reden die ganze Zeit, aber ich muss es machen, sonst gehen die Songs nicht online. Durch diese ganzen Stops ist natürlich umso schwerer noch herauszuhören, wo wir gerade sind. Strophe, Hook, Pre-Hook irgendwie da. Aber es ist so, es plätschert sehr vor sich her, der ganze Song. Vor Schule, fahrt den Tüten, wollten Kunden anwerben. 17 Jahre mit Shiba, Abis machten mich mit Pieper. Jetzt lief Pascha auf Viva, Gott sei Dank solche Vita. Lief Pascha eigentlich mal im Radio so? Also so in Berlin bestimmt. Also in Berlin auf jeden Fall, aber so, keine Ahnung, bei uns gibt es hier unten im Süden Big FM, Antenne 1, sowas. Ich habe Pascha da noch nie gehört, warum nicht? So im Sommer könnte man den auf jeden Fall mal bringen. So Energy oder die neue 177 ist so eher so ein bisschen rockmäßig, ne? Da passt er nicht rein, so, obwohl er das wahrscheinlich auch könnte irgendwie. Aber ich glaube, der Bruder muss mal ein bisschen mehr im Radio laufen. Hier bei Prada Kassierer, weil ich schon 620 raus. Blauer Bündel, Duffelback, ja, so sehen 620 aus. Schenkt dir. Nice, eigentlich auch ganz cool, Bro. Ich sag euch ehrlich, auf Lock, so ein 20, so ein Bündel 20er, wie viel sind das? Keine Ahnung, ein Taui 10.000 ist auch egal wie. So auf Lock kannst du mir einen geben, so. Ohne Witz, ich fühle mich arm, wenn ich allein das Video sehe. Erstmal Florenz, dann Maserati, dann fährt er an so einem Gucci-Store vorbei, wo dick fett draußen der Slogan Gucci draufsteht. So, wisst ihr, ich meine, ich habe so einen Laden noch nie gesehen, die gibt's hier in Deutschland nicht mal, weil sich gefühlt 2% der deutschen Bevölkerung sich überhaupt irgendwas dort drin leisten könnte und sich das einfach wahrscheinlich nicht rentiert für Gucci. Bro, er rennt hier mit Batzen rum, er zeigt mir Sachen, ich fühle mich arm, ich fühle mich gerade arm. 620 groß, blauer Bündel dafür. Guck mal, wisst ihr, ich meine Gucci im Hintergrund. Es reicht nicht nur, dass wir Gucci im Hintergrund haben. Wir haben Gucci zweimal im Hintergrund. Wir haben eine Gucci-Plastiktüte, die wahrscheinlich mehr kostet als mein ganzer Wocheneinkauf. Dann haben wir hier auf der Gucci-Plastiktüte nochmal ein Gucci-Emblem und in dieser Gucci Plastiktüte ist dann nochmal Geld so. Ja, so sehen 620 aus. Schenk dir alles, du frisst dich über Sachen vom Passagleich. Und für das, was ich für dich fühle, fehlt mir jeder Vergleich. Aber ich muss sagen, ich bin ja auch ganz ehrlich, ich bin der riesen Pascha-Fan. Ich bin wahrscheinlich nicht Pascha-Fan Nummer 1. So, es gibt wahrscheinlich so krasse Fanboys und Fangirls von Pascha, da komme ich nicht mal ansatzweise ran, so, ne? Aber ich muss sagen, Florenz ist so ein Ding, was man hören könnte, kommt für mich aber an Mittelmeer nicht ran irgendwie. Einfach, weil
weil auch vielleicht dieser Hook-Aspekt so ein bisschen fehlt. Ich müsste die zweite Hook jetzt nochmal hören und den Song generell die Tage mal so ohne Unterbrechung hören, was ich auch hoffentlich kann so. Und dann kann ich vielleicht nochmal ein bisschen meine Meinung ändern, wenn sie sich ändert. Aber ich glaube, ich finde so an Mittelmeer kommt Florenz für mich jetzt noch nicht so ganz ran. Dass du bist die krasseste, mit der ich zusammen war. Und hält die Stellung in 6-1, so wie Profanger die Kamera. Was ist eure Meinung dazu? Florenz oder Mittelmeer? Wenn ihr entscheiden müsstet. Ein Song, den ihr jetzt noch hören dürft. Florenz oder Mittelmeer? Und wenn ja, warum? Also sagt Florenz, warum, und Mittelmeer, warum? Also jetzt nicht nur sagen, ja, Mittelmeer oder sowas. Für mich fehlt ganz einfach bei Florenz irgendwie so diese kleine Melodik in der Hook irgendwie so ein bisschen was, ne? Ansonsten ist wieder alles todeskrass und ich werde den Song auch hören, verstehe mich nicht falsch, aber vielleicht nicht so geisteskrank oft wie Sommergewitter, Mittelmeer oder so. Ihr wisst, was ich meine. Ey. Ich freue mich einfach sehr auf das Album. Real Talk. Wir sind da live und geben uns den ganzen Bums, also kommt da gerne vorbei. Und wenn das der Sound vom Album wird, so gepaart mit Mittelmeer, Feierabend aus Ende. By the way, der Hintergrund hier erinnert mich gerade an, wann kommt GTA 6 nochmal? Irgendwie Ende nächstes Jahr oder sowas. Ich hoffe, bis dahin, keine Ahnung, habe ich endlich meine PS5 oder sowas. Weil ich glaube, GTA 6 kommt nicht mal für PS4 oder PS4 Pro raus. Ich glaube, die machen sich gar nicht mehr die Mühe, Rockstar. Aber ey, hat mir gut gefallen, ohne Witz. Ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach auf das Album. Auf die Songs, die kommen werden, ohne Witz.